So, hallo und herzlich willkommen bei Klaus sein Wichtelpaket. Heute nicht rasiert sich. So, das kam vom Erik. Wollen wir mal aufmachen. Also, erst den Brief, hat er extra darauf hingewiesen. So, bin ich aber drauf gespannt. Ach du Hilfe. Gut. Lieber Klaus, zuallererst, sollte das Paket nass oder feucht sein oder Scherben zu hören sein, öffne es bitte sofort und entferne die große Tüte. Dieses Geschenk hätte die Post dann leider erledigt. In dieser großen Tüte befindet sich ein selbstgebautes, ja, bei mir zu Hause, South Ale. Selbstgebrautes, okay, also ein Ale, ein Bier. Zu diesem South Ale ist zu wissen, dass der Bodensatz nicht mitgetrunken werden soll. Hierbei handelt es sich leider um einen Produktions- bzw. Abfüllfehler meinerseits. Naja gut, okay. Stell das South Ale bitte noch ein, zwei Tage kühl oder kalt. Das ist von dir abhängig, je nachdem wie du dein Bier lieber trinkst. Es sollte aufrecht stehen, dass die Trübstoffe sich absetzen können. Vor Genuss fülle das Bier bitte in ein Glas, langsam, sodass der Bodensatz in der Flasche verbleibt. Bitte vertraue mir, dies ist kein gewollter Bodensatz, wie beispielsweise beim Hefeweizen. Nimm zu dem eigentlichen, nur zu dem eigentlichen Geschenk. Also, viel Spaß beim Auspacken. Den zweiten Brief, echt jetzt, zum Schluss. Den zweiten Brief, echt jetzt, zum Schluss sollte ich machen. Lies bitte erst nach dem Auspacken des Paketes, was alles aufgereiht vor dir steht. Du darfst das gerne in deinem Video vorlesen, sollte mich nicht stören. Und jetzt pack schon endlich aus. Naja. Okay, also geht alles schief, habe ich was zum Saufen. So, also wie man sieht, ist immer so ein Prankkunde, der liebe Erik. Genau wie ich auch. So, damit jetzt auf jeden Fall schon mal nichts kaputt geht, mache ich das mal hier unten auf, wenn wir das gerade nicht sehen können. So, hier ist noch ein Brief. Später dazu mehr. Luft in Tüten, ganz innovativ. Ja. Tütchen, Kistchen, Tütchen. Karton beiseite. Ach, noch mehr Kleinzeug. So. Ich reiß mal einfach mal ganz sportlich auf. Gut, dass wir hier ein leeres Waschbecken haben. So, ich hoffe, wo ich denke, also ich habe da oben selbst abgefülltes mit Kronkorken. Ja, meine Güte. Gut, also vorm Licht gehalten, es ist trüb. Stellen wir auf jeden Fall mal beiseite. Also das werde ich mir in aller Ruhe na, nächstes Wochenende gönnen. Mal gucken. So, ich würde sagen, hier ist nichts mehr drin. So, dann kommen wir zu den kleinen Tütchen.
Okay. 1 und 2. A und B. Hat so ein bisschen was wie, schütten Sie A und B zusammen, dann haben Sie Nitroglycerin oder so. Du sag mal, du hast dir keine Mühe gegeben mit dem Einpacken. Okay, Kontaktlinsen. Ja gut, steht 3 und 4 drauf. Warten wir mal ab, was damit kommt. So. Das dürfte jetzt fast alles sein. Nein, stopp, Moment mal. Das genau so. Hier ist noch ein schönes Tütchen im Tütchen. Da, Mühle Rasierklinge. Die kenne ich noch nicht. Und tata, was die ja wohl drin sein mag. Ein Zettel mit dem neuen Mühleprogramm. Wow. Schaut ja mal edel aus. Also Black Fiber. Ja, schön. Fühlt sich gut an. Also der wird ja, gleich eingeweiht. Schön. Muss ich gleich noch Zettelchen und so weiter von abmachen. Hier unten ist noch so ein Schutztütchen. Die Dose gefällt mir mal richtig geil dazu. Muss ich echt sagen. Also ein geiles Ding. Ich stehe auf Pinsel, da habe ich so mit der wenigsten gerade. Also vom Pinseln habe ich so mit die wenigsten. Ja, schön. Ach so, der zweite Brief zum Schluss. Ganz ausdrücklich. Also Bier habe ich schon mal, ist schon mal gut. Und mit Bier geht alles besser. Was ich ja auch mal sagen muss, handschriftlich. So. Viel Spaß mit deinem neuen Synthetikpinsel. Diesen Pinsel kannst du quasi als dein Hauptgeschenk ansehen. Zusätzlich habe ich dir so gut wie alles als Pröbchen eingepackt, was mein Schrank ziert. Ein kleines Set Rasierklingen, von denen du hoffentlich noch nicht alle kennst. Die Klingen wiederholen sich leider recht bald. Na gut, halb so wild. Weiterhin zwei meiner liebsten Aftershave, A und B bezeichnet, und eine Rasierseife. Außerdem 3 Rasiercremes, 1 bis... Moment. 2 meiner liebsten Aftershaves, A und B. Also, die hier. Und eine Rasierseife. Außerdem 3 Rasiercremes. Achso, jetzt verstehe ich das. Also Rasierseife Cremes ist 1 bis 4, also auch hier dieses schöne Kontaktlinsendöschen. So, wie dem auch sei, ist ja egal. Verzeih mir bitte die umständliche Verpackung, ich hatte nichts Besseres. Also ist angekommen, ist nicht kaputt, Verpackung würde ich sagen, war ganz gut. Die Auflösung, wobei es sich worum handelt, werde ich mir gerne für später aufheben. Ich bin gespannt, wie viel du davon bereits kennst und gegebenenfalls erraten kannst und was dein Favorit sein wird. Eine uneingeschränkte Einschätzung ist doch die ehrlichste. Nun, ich hoffe, dass ich mit diesen Kleinigkeiten deinen Geschmack getroffen habe und dir eine Freude machen konnte. Weiterhin viel Spaß bei deinem YouTube und immer ordentlich Schaum unterm im Tegel. Beste Grüße, Erik. Shave on. Ja, meinerseits... gebe ich das mal direkt so zurück. Also auf jeden Fall Pinsel geil. Also wir hatten ja drüber gesprochen, wie, was, wann und wo. Ich meine, Hobel ist immer eine schwierige Sache. Viele Vintage-Dinger habe ich, viele gängige Hobel habe ich. Von daher war so die Richtung Pinsel auf jeden Fall gut. Also mal gucken, was das Klingendöschen hier so anbietet. So, Mühle kenne ich nicht. Was haben wir hier? Das müsste eine... Ach, wie heißt diese Chavette nochmal? Von dieser Chavette. Chroma Diamant Stainless. Moment, jetzt muss ich mal wackeln.
Chroma Diamant Stainless. Okay. Ich würde mal auf die Kaufland-Klinge tippen, aber die ist ein bisschen anders beschriftet. Ich lege sie erstmal so beiseite. So, dann hätten wir hier noch eine Mühle-Rasierkultur. Nochmal eine von den Schawitt-Klingen. Nochmal eine Chroma Stainless. Tada, nochmal die. Nochmal die Schawette, Chroma. Und nochmal die Mühle. Ja, wie ich ja weiß, hast du ja mein Paket auch schon gekriegt. Also, ich sag mal, bis auf die Chroma, aber die sind gut. Die werde ich auch verbrauchen, aufbrauchen. Auf die Mühle-Klingen bin ich gespannt. Und die Schawitt-Klingen, die kommen bei mir auch zum Einsatz. Ich habe eine Schawitt, wo die reingehören. Eine, oh, wie heißt das schnell? Moment, jetzt will ich es wissen. Eine, da ist er doch. Tondeo. Da müsste das gute Stück reingehören. Müsste diese Klinge sein. Ja, wie gesagt, probieren wir aus. Freue ich mich schon drauf. Man muss immer diesen Bausatz wieder zusammenfrücken. So, schön, schön, schön. Ja, wie gesagt, alles weg, alles toll. Schön. So. Ja, das war es soweit von mir. Ups, einmal wackeln. Ja, der kommt gleich zum Einsatz, definitiv. Und ja, höchstwahrscheinlich auch was hiervon. Ich schnüffel mich gleich mal durch, dann weiß ich mehr. Das Bier, das packe ich mal einfach beiseite. Wie schon geschrieben, ab im Kühlschrank und erstmal abwarten, Tee trinken, bis sich das alles gesetzt hat. Die Brühe ist trüb. Ja, gucken wir mal weiter. So, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Genauso gut könnt ihr unten ein Abo da lassen. Bekommt da automatisch immer Bescheid, sobald ein neues Video online geht. Ja, ansonsten, das war es jetzt soweit von meinerseits. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ich werde gleich einen haben. Gleich geht's zum Rasieren. Auf bald!